Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und ich habe super Neuigkeiten für euch, denn der legendäre Weihnachtsdungeon im Herr der Ringe-Style öffnet diesen Freitag. Das heißt, dass morgen am Donnerstag, jetzt passt gut auf, am Donnerstag um 22 Uhr starten wir hier auf YouTube einen Livestream, werden dann die ersten zwei Stunden Shakes and Fidget streamen und ab 0:01 Uhr am Freitag öffnet quasi der legendäre Dungeon in dem neuen Stil seine Pforten und wir werden dann live das Ganze dann da rein streamen und dann zusehen, wie sich der Dungeon öffnet und ihn dann auch die ersten Male dann auch komplett durchrushen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall das Ganze, wie gesagt, live streamen. Schreibt euch das hinter die Ohren. Um 22 Uhr morgen am Donnerstag geht's los und da streamen wir dann den legendären Dungeon. Lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da, damit ihr nichts verpassen solltet, damit ihr rechtzeitig informiert werdet und wenn ihr mich auch kostenlos supporten wollt, dann ja, drückt gerne den Abo-Button, damit ihr, wie gesagt, rechtzeitig die Benachrichtigung bekommt, wenn ich live gehe. 22 Uhr startet der Livestream, um 0:01 Uhr am Freitag öffnet der Dungeon und wir starten am Donnerstag um 10 Uhr. Ja, gut, nur noch, damit ich das nochmal mehrmals gesagt habe, damit das dann euch bei euch dann quasi sich im Kopf einbrennt. So, wir lesen auf jeden Fall erstmal die News, die jetzt hier rausgekommen sind. Und zwar in Kürze wird eine neue Spielversion. Ja, gut, wir fangen hier an, das ist das Wichtigste. Weihnachten rückt immer näher und wir wollen euch vorab schon mal mit einem neuen legendären Dungeon beschenken, was nicht bedeutet, dass ihr Mitte nächster Woche nicht nochmal in die News schauen solltet. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal den legendären Dungeon und wir bekommen wahrscheinlich Mitte nächster Woche nochmal ein paar Neuigkeiten. Ich bin gespannt, was das sein wird. Wie gewohnt findet ihr den kompletten Changelog hier. Können wir nachher auch gleich mal reinschauen. Aufgelistet, aber auf die wichtigsten Punkte, ja gut. Aber auch neue Räume fallen. Warte mal, nee, hier. Nach dem legendären Dungeon Süßes oder Saures. Zu Halloween folgt nun zur Weihnachtszeit die Ausgabe Herr der Dinge. Ja, da habe ich mich vorhin verlesen, das war nicht Herr der Ringe, sondern Herr der Dinge. Gut, natürlich gibt es damit auch zum Thema passende Grafiken, Gegner und ein neues Set an legendären Gegenständen. Es gibt neue Legis, ja. Aber auch neue Räume, Fallen und Rätsel haben es in diese Ausgabe geschafft. Daher lohnt es sich, in den speziellen Räumen genau hinzuschauen, dem Erzähler Eckhard Dux, den ihr schon als Magier aus der Taverne kennt, zuzuhören und entsprechend zu handeln. Die Steuerung und der Ablauf sind natürlich gleich geblieben. Die Langfassung findet ihr hier. Die Kurzfassung folgt in den nächsten Zeilen. Okay, das sind die, ja, das kennen wir schon. Auch neu ist, dass die Verteilung, warte mal, oder ist hier doch noch irgendwas noch mit dabei? Bei den Gegnern bedeutet es ein Rätsel entsprechende Optionen, bei Kisten öffnen und so weiter. Die rechte Seite steht ihr Monster, okay, ja, nee, das kennt ihr schon. Auch neu ist, dass die Verteilung der Art der legendären Gegenstände angepasst wurde und es nun, je öfter ihr den legendären Dungeon durchspielt, es öfter mal Schatzkisten gibt, an denen ihr schon vorher gewesen seid. Thema, je öfter. Es gibt nun auch eine Statistik, die euch zeigt, wie ihr bisher abgeschnitten habt. Okay, also ich hatte es anderswo schon gelesen gehabt, umso öfter ihr, also das scheint wohl wieder grenzenlos zu sein, man kann sich die ganze Zeit da durchpilzen, so wie beim ersten Dungeon. Allerdings, umso öfter ihr da durchgeht, umso weniger werdet ihr dafür belohnt. Das heißt, ihr könnt an Schatzkisten oder sowas ankommen, wo jetzt Beispiel kein Geld drin ist oder so, sondern gar nichts. Und irgendwie sowas. Das werden wir auf jeden Fall alles beobachten. Ja? Den legendären Dungeon Herr der Dinge findet ihr von Freitag, dem 18.12. bis einschließlich Sonntag, dem 27.12. unten rechts auf der Stadtkarte des Spiels beim weihnachtlichen Portal. Genug Dungeon, was gibt es sonst noch? Eine weitere Änderung gibt es an den Tränken im Zauberladen, denn deren Maximalpreis ist nun auf 5 Millionen Gold begrenzt. Und damit halbiert worden, ja. Und damit habe ich auch die Überleitung zum Wochenendevent. Am Freitag, okay, Gold-Event ist jetzt Wochenende. Ansonsten organisatorisches, ja, irgendwas mit den Apps und sowas hier. Könnt ihr euch sehr gerne durchlesen, ja. So sieht das Ganze aus. Wir machen es nochmal hier in groß, ne. Lord of the Things, ne. Ja, es ist schon übrigens auch die Zeichnung, die wir bei Marvin Clifford gesehen haben. Hier das Ganze nochmal natürlich ein bisschen schöner, alles koloriert und mit Details verarbeitet worden. Aber die
Rohe Skizze hatten wir ja schon bei Marvin Clifford im Stream gesehen gehabt, ne? Für die Leute, die sich das angesehen haben. Ne? So sieht das Ganze aus. Gut, ansonsten haben wir noch den Changelog. Hier sind auch noch ein paar interessante Drachen drin. Feature hinzugefügt, Style Tutorial hinzugefügt. Ja, also es gibt vier neue Features. Ne? Style Tutorial hinzugefügt. Keine Ahnung, was das sein soll. Wie man wahrscheinlich ein Reittier nutzt oder so. Ich weiß es nicht. Legendärer Dungeon Herr der Dinge, ja, mit neuen Sounds, Räumen, Vertonung. Ein neues eventspezifisches Set legendärer Gegenstände, ja, okay, ist auch ein Feature. Statistiken über den Dungeon hinzugefügt, Endscreen und beim Portal selbst. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, ja. Ansonsten, ja, haben die Legendaries jetzt einen Erklärungstext. Beschreibungstexte wurden bei den Legendaries verkleinert, diverse Räume wurden optisch überarbeitet, ja. Ansonsten, eigentlich sehr gut ist halt, oder sehr, was noch wichtig ist, ist halt das hier, dass halt, wie gesagt, die Tränke jetzt nicht mehr so viel kosten, sondern hier auf 5 Mille gecapped sind sozusagen, denn das ist noch relativ wichtig. Ansonsten war auch noch interessant gewesen, das habe ich auch gesehen, bei Spielern ab Stufe 600 stimmt der Goldpreis für die Tränke nicht mehr, das habe ich auch gelesen im Forum. Also zwei Leute waren davon betroffen, einmal Don Serapio und Dr. Darm, die waren ja beide schon 600 und die haben die Tränke irgendwie ab Stufe 600, warum auch immer, für, was weiß ich, was war das gewesen, 250 Gold oder sowas bekommen haben, große Pots. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall spottbillig, ne? Und das hatten sie dann auch gleich gemeldet gehabt, den Bug, und haben es nicht weiter ausgenutzt. Hätte auch keinen großen Sinn gehabt, weil eh beide wahrscheinlich sehr viele Tränke schon gesteckt haben und dadurch jetzt nicht mehr großartig viel. Also es ist jetzt nicht ausschlaggebend. Auf jeden Fall wurde das Ganze gleich behoben. Fehler wurde behoben und Ansonsten kommen wir jetzt hier unten zum Portal, wenn es denn geöffnet hat. Wie gesagt, das Ganze startet am Freitag um 0.01 Uhr. Ne? Am Donnerstag werden wir aber, wie gesagt, schon ab 22 Uhr live gehen und bis Freitag dann um 0.01 Uhr dann das Ganze rein live streamen. Und natürlich werden wir danach dann auch noch ein paar Stündchen online sein, weil wir auch natürlich vielleicht ein-, zweimal durch den Legi Dungeon uns auch gleich durchgrinden wollen. Weil wir ja auch sehen wollen, was da denn alles so Neues auf uns wartet, ne? Im Weihnachtsdungeon oder im Herr der Dinge Dungeon sozusagen, ne? Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da erwarten wird, was für neue Fallen vielleicht auch da uns erwarten und was es vielleicht noch so für andere Sachen gibt. Die neuen Legis bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie die aussehen werden, ne? Bin einfach rundum sehr gespannt, was das Ganze wird und bin ich da auch auf jeden Fall offen für Neues. Ich bin auch gespannt, was denn auch noch für Updates kommen werden nächste Woche. Ja, da sollen ja auch nochmal News kommen, also da können wir auch nochmal gespannt sein. Also die Weihnachtszeit in Shakes & Fidget ist immer eine gute Zeit im Jahr. Ne? Da kommen immer sehr viele Sachen ins Spiel dazu. Gut, das soll es dann auch für heute soweit gewesen sein. Morgen kommt dann kein Video, da mache ich dann schon mal den Livestream bereit, dass ihr euch da dann schon einfinden könnt und ab 22 Uhr, wie gesagt, startet dann das Ding. Und ja, so ist es ja immer. Wenn es an einem Tag einen Livestream gibt, dann kommt nicht noch zusätzlich ein Video. Meistens zumindest. Nicht immer. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns morgen im Livestream ab 22 Uhr. Legendary Dungeon. Bis dann. Haut rein.